Ich war zwar erst seit 3 Monaten mit meinem Freund Patrick zusammen, aber wir wollten unbedingt zusammenziehen. Er musste heute beruflich nach Bonn und deswegen war ich jetzt alleine am Renovieren. Ja, er hat mir vorher noch unbedingt gesagt, ich sollte auf gar keinen Fall in diesen Transporter gucken, weil da eine Überraschung für mich drin wäre. Da musste ich aber leider trotzdem dran, um mein Ladekabel zu holen. Und was ich da dann vorgefunden habe, das hat mir echt die Sprache verschlagen. Ach du Scheiße! Hallo? Wer? Svenja? Alles so. Was machst du hier? Was machst du hier? Hilfe, bitte. Ich hab so Schmerzen, bitte. Was zum Teufel macht Svenja in dem Transporter? Svenja ist die Ex-Freundin von Patrick. Die hatten sich die Tage schon wegen der Kaution der alten Wohnung gestritten. Aber sie so gefesselt und geknebelt in unserem Umzugstransporter zu sehen, das war echt schrecklich. Svenja, was ist passiert? Ich wurde überwältigt. Ich bin hier einfach eingesperrt. Bitte, ich hab Schmerzen. Kommt Hilfe? Ja, es kommt Hilfe. Patricks Hinweis, bloß nicht in den Transporter zu schauen, lässt für Kim nur einen Verdacht zu. Ihr Freund ist für die Entführung seiner Ex-Freundin verantwortlich und wollte die Tat vor der 28-Jährigen verheimlichen. Das Motiv ist Kim jedoch schleierhaft. Hallo, kommen Sie bitte schnell. Ja. Die blutet an der Stirn. Ja. Hallo. Was ist los? Oh. Ja, Moment. Holst du irgendwie eine Schere oder habt ihr eine Schere da, oder irgendwas zu schneiden? Habt ihr ein Messer oder so einstecken? Messer nicht, aber ich kann dir vielleicht ein Messer rein oder so ausgeben. Ja, irgendwie sowas. Super. Haben Sie sich irgendwo verletzt? Tut Ihnen irgendwie was weh überall? Kopfschmerzen. Mal irgendwo. Okay. Kopfschmerzen. Meine Knie. Pass auf, ich schneide Ihnen hier gerade einmal die Kabelbinder durch. Wir wurden alarmiert, weil eine Person in einem Lieferwagen gefesselt und geknebelt sitzt. Und keiner wusste in dem Fall, warum diese Person dort ist, sodass die Situation noch ziemlich unklar war. Ja, wieso sitzen Sie überhaupt hier drin? Oh, ich bin hergekommen und ich wurde überwältigt. Da war so ein komischer Typ. Überwältigt? Ja. Okay. Setzen Sie sich doch am besten mal hier vorne zu unseren Rettungswagen, damit wir Sie überhaupt erstmal untersuchen können. Auf den ersten Blick hat man sofort Blut im Gesicht gesehen. Das heißt, es war anscheinend Gewalteinwirkung mit im Spiel. Sie war gefesselt mit Kabelbindern. Die Füße waren zusammengeklebt und sie war auch jetzt psychisch nicht unbedingt gerade stabil. Aber zum Glück konnten wir sie relativ schnell aus der Situation befreien. Svenja, was machst du hier? Was ist passiert? Ich bin hergekommen, weil ich noch mal mit Patrick reden wollte. Und dann hat der hatte eine Sturmhaube auf und auf einmal hat er mich da in den Transporter gezerrt. Und bist du dir sicher, dass es Patrick war? Ich bin mir hundertprozentig sicher. Also er hat aber nicht da. Entschuldigung, darf ich mal ganz kurz reingrätschen, damit wir das auch verstehen können. Wer ist denn Patrick? Mein Ex-Freund. Patrick hat mit Svenja vor 3 Monaten Schluss gemacht, genauso wie ich mit meinem damaligen Freund David direkt Schluss gemacht habe. Wir haben uns direkt ineinander verliebt. Aber was ist, wenn jetzt der Streit zwischen Svenja und Patrick eskaliert ist? Ist er wirklich zu sowas fähig? Wir sind hier gerade bei einzuziehen, deswegen sehe ich auch gerade so aus. Ich bin am Streichen, das ist unser Umzugswagen. Und der war auch eigentlich komplett voll noch. Nicht, dass Svenja da einfach nur gefesselt und geknebelt lag. Die ganzen Möbel von uns waren auch weg. Alles war weg. Da stand nur noch ein Sofa drin. Und ich wollte eben gerade nur eine kleine Sache, ein Ladekabel holen. Und da habe ich sie gefesselt hier vorgefunden. Und wie kommen Sie jetzt drauf, dass es Patrick war? Das ist mein Ex-Freund. Wir hatten gestern Streit wegen der Kaution. Und ich wollte heute herkommen mit dem Reden. Und haben Sie ihn erkannt, oder? Ja, der hatte diesen Pullover an. Den habe ich ihm mal zum Geburtstag geschenkt. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass er das war. Er hatte zwar eine Sturmhaube auf, aber ich habe ihn erkannt. Ich wollte gerade sagen. Die Frau Wetzke hat dann auch relativ schnell ihren Ex-Freund verdächtigt, den Patrick. Hier gab es wohl auch Streitereien in Form von Mietkautionen und Geldern, die nicht gezahlt worden sind. Und das machte ihn dann natürlich erstmal verdächtig. Aber wir mussten trotzdem der Sache erstmal weiter nachgehen. Tut Ihnen hinten irgendwas weh? Nein, ich habe Schulter, Kopfschmerzen. Hier im Brustbereich irgendwo. Okay. Und er hat sie wirklich nur gefesselt? Ja. Und was noch gemacht? Er hat mich reingezerrt, deswegen sind auch meine Knie so aufgeschürft. Und ich weiß nicht, das ging alles so schnell. Das kann aber unmöglich Patrick gewesen sein. Das ist auf jeden Fall er gewesen. Nein, warum sollte er das machen? Hat er denn irgendwas gesagt oder irgendwas? Nicht wirklich viel. Es ging alles total schnell, aber er war es. Es war dieser Pullover. Du hast ihn aber nicht gesehen. Er war schon immer so temperamentvoll. Mein Freund ist außerdem beruflich gar nicht in der Stadt. Also es kann auch gar nicht sein, dass er ist halt heute Morgen früh weg. Sicher? Warum soll er hier sein? Ja, ich bin mir sehr, sehr sicher. Das ist er gewesen. Wir hatten Streit wegen der Kaution. Warum? Wer sollte es sonst gewesen sein? Ja, auf jeden Fall nicht Patrick. Ich probiere ihn jetzt mal rein. Dann wollen wir mal sehen, wo er ist. Wir probieren hier noch Mailbox. Mailbox. Ja, er geht gerade nicht dran. Wo soll er sich denn aufhalten? In Bonn. Der ist beruflich nach Bonn gefahren. Der macht da irgendwie mit Immobilien. Der wollte sich da was angucken. Ja. Wissen Sie genau, wo, was er sich da anschauen wollte? Nur, dass er heute Morgen nach Bonn. Aber der müsste jetzt auch irgendwann wiederkommen.
irgendwann. Ich versuch's jetzt nochmal, aber... Ja, machen wir hier auch nochmal ins Zoom, oder? Ja, perfekt. Was ich mich gefragt habe, Patrick hat uns immer das Handy auf der Arbeit an. Heute wollte ich ihn erreichen und dann war das Handy aus. Warum? Svenja, weißt du, warum der Transporter leer ist? Nein, ich weiß es nicht. Ich kam so hier an und dann war er schon leer. Und es war definitiv Patrick. Er ist völlig irre. Er war schon immer so total temperamentvoll und das wissen alle. Und wer weiß, ob er nicht mal auch gegenüber dir die Hand erhebt. Nein. Doch. Ist da irgendwas bekannt? Häusliche Gewalt oder sonst irgendwas bekannt? Bei mir nicht. Auf gar keinen Fall. Unsere Freunde wissen das alle, dass er so ist. Er ist halt ist er ein bisschen leicht aggressiv eingestellt? Auf jeden Fall. Okay. Ich dachte echt, ich war im falschen Film. Ich meine, ich kannte Patrick ja relativ kurz, aber habe ich mich wirklich so in ihm getäuscht? Die Befürchtung, dass ihr Freund zu so einer Gewalttat fähig ist, schockiert Kim. Während die 28-Jährige versucht, eine Erklärung zu finden, interessiert die Polizeibeamten neben der Körperverletzung auch der Diebstahl der Möbel des Paares. Die waren vorher guck mal hier. Ist gestochen. Ja, das ist aufgebrochen, das Ding. Ja, da hat jemand manipuliert. Insgesamt war das ja bei dem Patrick ein bisschen ambivalent. Wir hatten hier mehrere Aussagen. Auf der einen Seite wurde er schwer belastet hier von der Svenja. Ihm wurde irgendwas vorgeworfen in Richtung Mietkaution, Streitigkeiten und so weiter. Und auf der anderen Seite konnte er telefonisch auch nicht erreicht werden. Und das macht ihn natürlich insgesamt auch wieder verdächtig, aber was nichts heißen mag. Aber auf der anderen Seite stellen wir uns natürlich die Frage, macht es überhaupt Sinn, dass er schuldig sein könnte, weil wer bricht sein eigenes Fahrzeug auf? Denn er hat ja schließlich auch einen Schlüssel dafür. Was ist denn hier los? Das ist mein Freund. Okay. Was ist denn hier los? Warum ist denn hier die Polizei? Warum ist hier ein Rettungswagen? Kim? Patrick, frag doch nicht so blöd. Ich bin zum Transporter gegangen, obwohl du gesagt hast, ich soll nicht reingehen. Aber ja. Ich brauchte was. Ja. Und dann habe ich Svenja da drin geknebelt gefunden. In dem Transporter? Ja. Und dann habe ich natürlich sofort die Polizei gerufen. Ja. Sie meint, auch du wärst es gewesen. Ich wäre das gewesen. Natürlich warst du es. Ich habe es doch gesehen. Svenja, wann soll ich das denn gemacht haben? Patrick, du hattest den Pullover an, den ich dir geschenkt habe. Natürlich warst du es. Ich habe dich doch erkannt daran. Ich habe das an. Ich komme von der Arbeit. Vielleicht hast du dich schnell umgezogen. Weiß ich nicht, wohin. Ich war den ganzen Tag auf der Arbeit. So, Herr Patrick Wiegand war der Nachname? Erpenbach. Sie sind nicht verheiratet? Oder nein. Wir sind okay, seit gut, ist auch noch. Sie sind noch gar nicht so lange zusammen. Genau. Ja, okay. Es wundert mich ja eh ein bisschen. Haben Sie einen Ausweis? Okay. So, oder? Ja, kann ich Ihnen geben, natürlich. Das ist schon mal ganz gut. Und Sie waren bei der Arbeit. Können wir das auch überprüfen jetzt so? Könnten wir das jetzt theoretisch machen? Ja, natürlich. Wen Sie können meinen Arbeitgeber anrufen jederzeit. Der würde Ihnen das bestätigen. Der wüsste das dann. Ja, gut, das machen wir vielleicht Willst gleich. Das machen wir gleich. Das machen wir jetzt. Zur Situation aber nur die Frau Wetzke. Behauptet, Sie haben das jetzt endlich gemacht. Was soll das? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Ich war den ganzen Tag auf der Arbeit. Das kann gar nicht sein. Ich habe dich vorhin erkannt an deinem Pullover, den ich dir mal geschenkt habe. Den habe ich doch. Wann soll ich den angehabt haben? Das hast du wahrscheinlich gemacht wegen der Kaution. Das musst du doch glauben, jetzt mal im Ernst. Da passten jetzt irgendwie ein paar Dinge nicht zusammen. Erst geht Patrick nicht an sein Handy und dann sollte ich auch nicht an den Transporter gehen. Da hatte ich schon so ein paar Zweifel. Kims Vertrauen in ihren Freund schrumpft immer mehr. Patricks Ex Svenja traut dem 32-Jährigen die Tat in jedem Fall zu und einen anderen Verdächtigen gibt es nicht. Auch die Erklärung, warum der Transporter verschlossen bleiben sollte, überzeugt nicht. Patrick, du hast zu mir gesagt, ich darf den ganzen Tag heute nicht an den Transporter. Warum nicht? Ja, ich habe eine Überraschung für dich geplant. Und deswegen war es mir wichtig, dass du nicht drangehst. Aber es ist ja jetzt raus. Du hast dir den blauen Sessel gewünscht, den habe ich dir schon besorgt vor ein paar Tagen, deinen Lieblingssessel, den du haben wolltest. Und deswegen solltest du nicht drangehen. Okay, Patrick. Herr Erpenbach, ganz ehrlich, also für mich hört sich das Ganze so ein bisschen konstruiert an. Wenn ich jetzt höre, Mietkaution, Streit, Geld im Endeffekt, dann erzählen jetzt irgendwas, zwei Tage lang darf Ihre Freundin nicht an den Transporter dran. Wer soll es denn sonst gewesen sein? Sessel? Haben Sie einen Kaufbeleg für diesen Sessel? Weiß ich jetzt nicht. Aber was soll das, dass ich hier beschuldigt werde? Ich komme ganz normal von der Arbeit und werde hier jetzt beschuldigt. Ich hätte meiner Ex-Freundin irgendwas angetan. Weil es so ist? Nein, es ist nicht so. Wer soll es denn sonst gewesen sein? Ich weiß es nicht, aber ich war arbeiten und das, wie gesagt, können Sie ja gerne abfragen. Mit Sicherheit spielten hier auch verletzte Gefühle eine Rolle. Wir haben hier Eifersucht, Rache eventuell als Motivation im Raum stehen. Die Statistik zeigt auch immer wieder, dass hier diese Motivation ja auch immer wieder zu Straftaten führen kann. Die Abfrage läuft, ich kriege bestimmt gleich eine Antwort. Auf jeden Fall sieht das alles sehr komisch aus. Mein Ex-Freund David hat mich eben die ganze Zeit versucht zu erreichen. Ich habe ihn immer wieder weggedrückt, weil ich möchte eigentlich auch gar nichts mehr mit ihm zu tun haben. Das war jetzt
jetzt auch echt unpassend. Als Info für euch vielleicht noch, sie ist absolut stabil aktuell. Wir haben noch ein paar Untersuchungen gemacht. Wir würden dann so ins Krankenhaus bringen zur Abklärung. Kim, ist in Ordnung. Ist okay bei dir? Guten Tag. Was machst du hier? Ja, ich habe versucht, dich anzurufen. Du bist hier rangegangen. Ja, ich habe es gemerkt. Es ist aber sehr unpassend, wie du jetzt gerade siehst. Ja, ich habe mir gerade echt Sorgen gemacht. Hier spricht die Polizei. Wer sind Sie? Ja, ich bin der David. Herr Kovac. Und Sie sind? David. David. Geht's dir denn gut? Jetzt tauchte David hier auch auf einmal auf. Ich habe eigentlich klipp und klar mit ihm Schluss gemacht. Stalkt er mich jetzt oder was? Was ist denn jetzt hier? Also ich verstehe das. Das ist Ihr Ex-Freund ja, oder was? Ja, das ist mein Ex-Freund. Ich kriege gerade keine Luft mehr. Wieso das? Okay. Ganz ruhig. Können Sie mal ein bisschen zur Seite gehen? Ganz ruhig. Ganz langsam einatmen. Sie auf die Atmung ganz ruhig ein- und ausatmen. Der Puls geht auf hoch. Eine Einsatzlage ist für uns immer super dynamisch. Auch wenn es im ersten Moment scheint, dass wir die Situation unter Kontrolle haben, kann die sich in der nächsten Sekunde schlagartig ändern. Genauso wie in dem Fall, dass die Patientin plötzlich angefangen hat zu hyperventilieren. Sie irgendwie war sie psychisch auffällig, hat sich nicht mehr verhalten wie gerade eben. Und anscheinend hat der Herr, der in dem Moment dazugekommen ist, das Ganze ausgelöst. Im Zusammenhang mit dem Auftauchen. Geht's gerade? Es ist besser, ja. Okay. Ich glaube, er war das. Er war das. Ich habe ihn jetzt an der Stimme und an dem Parfum erkannt. Er war das definitiv. Ich fand die Reaktion von der Svenja letztendlich sehr interessant, weil die genau dann auftrat, als dieser David ins Spiel kam. Und sie sagt dann ja auch noch irgendwas von irgendeinem Geruch, der ihr gerade sehr bekannt vorkam. Und dann schien es zumindest so, dass jetzt auf einmal der Patrick nicht mehr verdächtig war, sondern eventuell dieser David. Mein Gott, bleib doch stehen! Bleib stehen! Wir haben doch eh Personalien. Was soll denn das? Bleib stehen! So, und zurückkommen. So, ganz ruhig bleiben. Was war das denn jetzt für eine Nummer? Ja, was soll ich sagen? Ich sag nichts dazu. Ja, das ist Ihr Recht. Ja, so, kommen Sie mit. Mitkommen. Einmal nach vorne. Das gibt's ja wohl nicht. Aus Erfahrung können wir immer sagen, wenn jemand vor der Polizei wegrennt, macht er sich automatisch verdächtig. Denn wer nichts zu verbergen hat, braucht auch nicht wegzurennen. Allerdings sagte er dann in dem Zusammenhang auch sofort, dass er hier keine Aussagen tätigen will und sofort seinen Anwalt hinzuziehen möchte. Das war natürlich erstmal ein Moment, damit macht er sich grundsätzlich verdächtig, ja. So, warum laufen Sie weg? Das macht doch null Sinn. Ja, alle gucken mich an. Dann habe ich gedacht, jetzt gehe ich mal schnell weg hier, ne? Ja, ja, auf der Sie gucken mich jetzt auch gerade an. Ja, auf der anderen Seite machen Sie sich damit dringend tatverdächtig. Haben Sie so einen Tick oder so, dass Sie immer weglaufen, wenn Sie einer anguckt? Oder? Ja, das ist normal. Ja. Leute gucken Sie an und dann zwei Polizisten. Ja, okay, nee, das David, ist es schon ganz schön komisch, dass du mich die ganze Zeit versuchst anzurufen, dann hier auf einmal auftauchst. Jetzt sag mal ehrlich, hast du Svenja jetzt in den Wagen... Warum hast du das gemacht? Warum? Guck mal, wir waren 2 Jahre zusammen. Bleiben Sie zurück und halten Sie sich 2 Jahre? Da lässt du mich wegen so einem sitzen. Ja. Guck dir den doch mal an. Ja. Der hat dir doch nichts zu bieten. Ja, gar nichts. Was hat das denn jetzt gerade hier mit der Situation zu tun? Ich wollte einfach. Hast du sie in den Wagen gesperrt? Ja oder nein? Ich wollte sie doch einfach nur zurückgewinnen. David wollte sich für die plötzliche Trennung rächen und gibt zu, die Möbel gestohlen zu haben. Als er dabei von Svenja überrascht wurde, hat er Patricks Klamotten aus dem Umzugswagen angezogen und Svenja niedergeschlagen, um seinem Rivalen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Ich würde sagen, wir laden jetzt meine RTW ein. Auch mitnehmen, oder? Ja, auf alle Fälle. Ja. Dann, ob sie es geklärt hat, naja, gut, ne? Aber ja. Wir fahren in die Klinik. Sie kommen einmal mit. Im Nachhinein schäme ich mich total dafür, dass ich Patrick nicht geglaubt habe. Aber dass David hier auch so ausrasten würde und Svenja sowas antut, damit hätte ich echt nicht gerechnet. Ich hoffe, er lässt uns in Zukunft in Ruhe. Svenja hat bei dem Angriff eine leichte Gehirnerschütterung erlitten. Außerdem wird eine kleine Narbe an ihrer Stirn zurückbleiben. Ihrem Ex-Freund hat sie die Kaution ohne weitere Diskussion zurückgezahlt. Auch David wird die Möbel wieder zurückgeben, muss sich aber wegen besonders schweren Diebstahls vor Gericht verantworten. Unterdessen freut sich Kim über ihren neuen blauen Sessel.